Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht wieder euer Joe bei der gepflegten Unterhaltung mit Pokémon Silber Kramux Only Run. Und wie ihr merkt, wie ihr schon unschwer übersehen könnt, das war gerade total Bullshit, ich weiß, tut mir leid. Die Gudrun ruft uns an. Irgendwie wird es langsam zum Trend, wenn ich meinen Safe-Set lade, dass ich direkt und unverschworen einen Anruf bekomme. Und zwar von der Gudrun, wie gesagt. Guten Abend, Joe! Hier ist Gudrun! Ach, echt! Warst du noch auf? Ich habe meinen Bisasam verkleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, ein Abra zu fangen. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Vermutlich, du bist einfach zu schlecht, Gudrun. So, wir halten nochmal auf. Und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was wir tun müssen. Klingt lustig, ist aber so. Erstmal gucken. Nein, du sollst... Danke. Wir müssen jetzt dann schon zu Norbert, ne? Das ungute Norbert, was sich der ein oder andere von euch vermutlich schon denken kann, ist, es ist ein Eisarena-Leiter. Und wir sind ein Flug-Pokémon. Und wie jeder natürlich von euch weiß, Eis und Flug verträgt sich ungefähr so gut wie Prostata-Voruntersuchung und angenehm. Das war jetzt natürlich geklaut, das weiß ich auch. Aber lasst mal meine Freude. So. Warum es gerade so ein bisschen laggt, weiß ich nicht. Ich muss dazwischendurch immer ein bisschen vorspulen und dann laggt es nicht mehr. Warum gehe ich ins Pokémon Center? Fragt mich nicht. Ich kann es einfach. So, hier lang ging es, glaube ich, ne? Genau. Dann kann man nämlich hier lang und dann kann man hier lang und dann kann man so voll krass hier lang und dann kann man wieder auf sein Rad steigen, weil man voll krass ist. Dann kann man hier lang und dann kann man. Ja, yeah, dann kann man hier lang. Ja, und dann kann man hier lang. Ja, und dann ist man bei Norbert. Oh mein Gott, aber wir können ja noch nicht zu Norbert, denn wir müssen erst eine seltsame rote Gardos da begutachten, sag ich mal. Dann begutachten wir es doch. Fail. Hi, Noctu. Dann begutachten wir es doch mal. Oh, hi. Habe ich gerade ernsthaft mit Fliegen gefailt? Wie dumm ist das denn? Ich will nicht mit Fliegen fällen und ich will diesen Pokéball da haben. Hi. Ein Top-Ether, den nehmen wir natürlich gerne mit. Blutzug, Röms, zack, bam. Wir erreichen nicht mal Level. Und ein Schlurp. Nachtnebel. Hat keine. Ich bin dumm. So, jetzt haben wir 44. 9, ein Girafferig. Jetzt nicht mehr. Oh, hier gibt's noch Trainer in Onmas. Oh mein Gott, mit einem Nidoking. Also, jetzt fangen die aber an, hier brutal zu werden. Und ein Lamus. So, just for the lulz. Gibt's da unten noch irgendwas? Ich muss es einfach überprüfen. Ja, hier gibt's noch ein Typi. Mit Carpador. Und mit... Oh, aber auf Level 10. Und mit noch ein Carpador. Und mit noch ein Garados. Ach du Scheiße, ist der lame. Was gibt's hier? Hier gibt's Wasser, hier gibt's noch weiter. Das ist schon mal fast interessant. Ach du Scheiße, wo komme ich denn hier hin? Ja, so kleine Geheimnisse habe ich mir dann doch wieder nicht gemerkt. Obwohl ich die Generation eigentlich awesome fand. Und mir fast alles gemerkt habe. Ach du Scheiße, ach du viel zu verwinkelte irgendwas. Was gibt's hier? Ein Sonderbonbon, das nehmen wir doch gerne. Wo ist es denn jetzt hin? Wer hat mir mein Sonderbonbon geklaut? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal. Habe ich mich etwa verlesen? Ich habe doch ein Sonderbonbon gefunden. Oder etwa nicht? Ich habe keinen Platz mehr. Warum habe ich keinen Platz mehr? Das stinkt. Richtig übel. Diese ganze Aprikokos werde ich jetzt mal alle weghauen. Denn niemand liebt Aprikokos. Also das ist das Einzige, was mich an den alten Editionen übelst ankotzt. Dass man so wenig Platz in seinem Inventar hat. So. Einmal Sonderbonbon für Diclo. Und da sehe ich schon den nächsten Pokéball. Und ich mag Pokébälle.
Vor allem, wenn da Items drin sind. Ich sage immer Items. Es heißt Items. Arrgh. Und das ist mir viel zu verwinkelt. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? TM43, was auch immer TM43 ist. Klärt mich auf. Es ist ein Scanner. Also das hättet ihr mir jetzt aber auch sagen können, ne? Also ihr sitzt da immer nur und guckt mir zu, aber hier helfen? Nee, ne? Also helfen, also nee, das macht er dann lieber nicht, ne? Das finde ich jetzt aber nicht so ganz so nett von euch. Da müsstet ihr mal schon mal was dran ändern, weil, ne? So, noch ein Top-Ether und irgendwie schummel ich mich hier wieder raus mit Speed-Taste. Aber jetzt will ich noch gucken, was es in diesem Haus gibt. So magisches, mystisches. Ein Typen. Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kent. Oh, ach Gott. Kraftreserve. Ernsthaft. Kraftreserve wäre ja ganz cool. Aber da ich nicht weiß, welche Kraftreserve, also welchen Typ die Kraftreserve einnimmt bei meinem Diclo, es ist wiederum nicht so cool. Vielleicht werde ich mal offscreen ein bisschen rumprobieren, welche Kraftreserve Diclo hat. Und wenn es eine nützliche Elementklasse ist, lasse ich es. Und sonst werde ich es einfach löschen, weil ich ja ein Selbstset setzen kann. Oder ich lasse es. Je nachdem, wie es mir gerade, wie mir gerade die Laune steht. Jetzt will ich noch gucken, was es hier gibt. Hier gibt es noch einen mysteriösen Baum mit einer Bitterbeere. Die nehmen wir doch. Und ein Level 20 Carpador nehmen wir natürlich auch. So, nein, ein Voltilon. Ich habe solche Angst. So. Hi, was gibt's hier? Ah, Profi-Angler. Kriegen wir die Profi-Angler geschenkt? Nehme ich mal an. Oder auch nicht. Finde ich gut. Hier ist ein alter Mann. Hi. Ah, jetzt können wir uns ja das tolle Gyarados fangen. Wie gesagt, ich werde auch bei diesem Gyarados wieder so vorgehen. Wenn ich es fangen kann, wie das Mobilbaum, dann fange ich es. Wenn nicht, dann bringe ich es um. Hi. Bling, 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 bling. Shiny gegen Shiny. Ich glaube es kaum. Oh mein Gott. So, dann versuchen wir doch mal einen Fliegen. Wenn es nicht überlebt, überlebt es nicht. Ganz einfach. Räum's. Ernsthaft. Tja, so kann's gehen. Wir kriegen die rote Haut. Aber erstmal will ich hier noch ein bisschen rumgucken. Hier gibt's garantiert noch was. Warte mal, wir haben doch Schütze. Warum nehme ich den nicht? Ich weiß auch nicht, weil ich's kann. Ich bin mir sicher, dass man hier irgendwo noch was finden kann. Hier gibt's auf jeden Fall noch einen Typi, der nichts sagt, was uns irgendwas bringt. Oh, okay. Weil... Oh, und da ist jetzt Siegfried. Aber mit dem reden wir noch nicht, weil ich bin mir sicher, dass man hier irgendwo noch ein Item finden konnte. Oder auch nicht. Tja, dann lasse ich's halt. Hi. Dieser See ist voller Gyarados, aber sonst gibt es hier nichts. Das... Carbadors werden... Warum lese ich das? Tut mir leid. Die Carbadors werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Chu. Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Chu. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Na klar. Exzellent! Es sieht so aus, als würde jemand die Carpadors im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Chu. Ja, yeah, dann mach das mal. Habe ich kein Problem mit. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob wir... Haben mir die gerade 1000 abgenommen. Ach, und ich bin auch noch so dumm. Und den Trainer habe ich vollkommen übersehen. Wie ich das hingekriegt habe, möchte ich auch erstmal wissen. Räums. Räums. So. Ich glaube, man kann jetzt auch hier schon. Oder nicht? Kann man nicht hier... Na komm, geh doch. Ja, wusste ich's doch. Dragoran, Hyperstrahl, Räums. Was hat dich aufgehalten, Chu? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Okay.
Wir gehen mit ihm. Die Treppe ist hier. Siegfried, Ju, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Ja, dann mach das mal. Ach, bei diesen Statuen kommen ja immer Trainer. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Ich werde aber jetzt gleich dann nochmal rausgehen und nochmal heilen, denn wir haben fast keine AP mehr. Ach, es kommen ja immer zwei Trainer. Ich habe ja ganz vergessen. Einer reicht ja nicht. Wir gehen dem Ju mit zwei auf den Sack. So macht man das heutzutage, Kenners. Ja, ich weiß, dass mein Schutz nicht mehr wirkt. So, wo ist das Pokémon Center hier? Ach, hier. Ich wäre schon fast nach links gegangen. So, jetzt kann das Abenteuer aber ernsthaft losgehen. Denn wir haben noch gute 10 Minuten Zeit. Das passt ja. So, mal kurz vorspulen, damit es nicht mehr laggt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, Leute. Das tut mir echt leid. Hier gibt es doch bestimmt was zu finden. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Kann ich auch mitleben? Ja, ein Item. Aber natürlich werde ich von mysteriösen Typen angegriffen. Oh, und es reicht nicht. Bis erstmal nicht reicht, ne? Ach, du Gottchen. Ach, viel zu viele unnütze Trainer, die ich eh alle one-hitte. So. Für einen Hypertrank, ernsthaft. Also so ein tolles Item habe ich mir immer schon gewünscht. Reicht es bei dir? Nein, auch nicht. Es reicht immer gerade und gerade nicht, dass ich mit Nachtnebel Pokémon umlege. Und dann verwirren sie mich auch noch. Und dann tue ich mich auch noch selber weh. Und dann werde ich böse. Aber der, komm. Ja, der gibt sich aus. Ha. Der auch? Nein, natürlich nicht. Der glaube ich nicht. So, und wir sind schon Stufe 46. Das ist natürlich sehr nice. Hier gibt es noch einen Pokéball. Ein Nugget. Das nehmen wir natürlich gerne. Ach, wie viele von diesen dummen Statuen gibt es denn hier noch? Es ist nervig. Wie gesagt, ich hau die alle mit einer Attacke um. Dann will ich nicht auch noch... Und die haben auch noch alle die gleichen Pokémon. Es ist immer das gleiche Set, falls es einem von euch schon aufgefallen ist. Ach, du Gottchen. Ach, Gottchen. Und hier greifen einen immer Pokémon an, ne? Ja. Lol. Ja, bei den Schwarzen kommt immer... Nee, doch nicht. What the... Naja, soll mir recht sein. Auch wenn ich langsam, aber sicher... Oh, das hat ja keine Wirkung. Aber ich habe, glaube ich, ein paar Top-Ether und sowas dabei. Also passt das schon. Aber erstmal will ich heilen. Komm, hauen wir nochmal die Tränke raus. Die brauchen wir eh nicht mehr. Ah, und hier kommen ja auch noch... Ach Gott, Leute, es nervt. Es nervt langsam. Ach, und es ist ja noch einer. Einer reicht ja nicht. Wie schon gesagt. Und ich habe gleich keine AP mehr. Das nervt. Habe ich sowas wie ein Elixier? Ach komm, pfeif auf Elixier. Wir können nochmal zum Pokécenter hatschen. Ja, das können wir. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich will mir ehrlich gesagt diese Top-Ether und das ganze Zeug, das will ich mir erstmal aufsparen. Für die Pokémon-Liga. So. Ach Gottchen. Nerv mich. Ach Gott. Lass mich doch mal in Frieden. So, ach, noch eins. Ah, Leute, es nervt gerade. Dann gehen wir mal hier. Oh, hier ist Siegfried. Hi. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Ju, lasst uns für die Pokémon unser Bestes geben. Mhm. Erstmal will ich aber noch gucken, was hier drin war. Ernsthaft? Warum habe ich nicht gesaved? Ich meine, ich wusste es. Irgendwo habe ich es kommen sehen. Und hier werde ich die ganze Zeit angegriffen, ne? Es ist so nervig. So. Okay, dann geht es hier erstmal hier weiter. Hier können wir ja noch nicht durch. Da brauchen wir ein Passwort für. Hi. Ein Blutzug. Blutzug ist viel zu cool, um von Team Rocket eingesetzt zu werden.
Jetzt mal ernsthaft. Was gibt's hier? Hier gibt's doch bestimmt nichts. Oh, ein Trainer. Oh, der hat einen Golbat. Mal etwas Neues. Hier ist... Ja, dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, und hier ist wieder Siegfried. Man benötigt 2 Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Zu los holen wir uns die Passwörter. Okay, dann machen wir das. Hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal Protein. Das ist ganz nice. Denn dann können wir den Angriff von Diklos steigern. Hier gibt es noch eine Treppe und noch einen Eisheiler. Ich meine, ich weiß ja nicht, willst du nochmal kämpfen? Nee. War du, ne? Ja, klar. Was hast du? Du hast ein Smogon. Und ein weiteres Smogon. Was gibt's hier? Ah, natürlich. Warum wollen die mich eigentlich all umbringen? Ich meine, gut, ich bin jetzt in ihrem Hauptquartier, aber trotzdem, das hat irgendwas Uncooles. Und ich glaube, ich werde hier mit Safe States arbeiten, damit wir nicht umsonst laufen müssen. Aber erstmal besiegen wir hier etwas von... Oh, ein Ditto. Hör mal auf, dich in mich zu verwandeln. So, was gibt's hier noch? Einen weiteren Trainer. Mit einem Radikal. Und ich fehle mit meinem Fliegen. Das nervt. Und hier gibt's ein Angriffsplus, das ich nicht brauche. Und einen Hyperheiler, den ich schon eher brauchen kann. So gesehen. Aber immerhin kann einen hier keine Pokémon angreifen. Das ist ja schon mal viel wert. So, was gibt's hier? Okay. Auch hier musste man ja die ganzen Elektrobälle besiegen, ne? Habe ich die Vermutung. Hier musste man, glaube ich, die ganzen... Oh, hi. Elektrobälle besiegen. Damit die keinen Strom mehr speisen können. Für die bösen Machenschaften von diesen Herren hier. Nein, soll mir recht sein. Erstmal will ich aber hier noch erkunden. Oh, Divi. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zuschlage? Was sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Schubs. Hör mal auf, mich rumzuschubsen. Kann ich hier was finden? Nein. Hier brauchen wir noch das Passwort. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, hier gibt's ein... Tem46, was auch immer Tem46 ist. Wir werden es gleich erfahren. Raub. Raub ist, glaube ich, in der Edition noch schwächer als Finte. Also lassen wir es erstmal. Ja, aber jetzt brauche ich hier das Passwort. Wo kriege ich das her? Moment mal, vielleicht hat es mir ja einer gesagt und ich habe es verpeilt. Hoppla, weil ich die Speed-Taste hatte. Nein, wir haben definitiv noch keine Passwörter. Und hier gibt's auch sonst nichts. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Kann man hier noch irgendwas tun? Nein. Okay, dann erstmal hier raus. Sagst du mir das Passwort? Okay, jetzt haben wir ein Passwort. Nämlich Radikalroute. Mal gucken, ob ich damit jetzt... Hoppla. Ob ich damit jetzt hier reinkomme. Nein. Okay, wir brauchen also wirklich 2 Passwörter. Und das zweite wird vermutlich der gute Siegfried haben, wo auch immer der jetzt ist. Oder sie sagt mir das zweite. Ich habe so Fleckenroute. Ha! Irgendwas hat mir gerade gesagt, dass sie mir das zweite sagt. Ich glaube, das war die Erinnerung, als ich es damals gespielt habe. Hoppla. Wir wollen ja hier lang. Oh, und gleich ist der Part vorbei, sehe ich gerade. So, jetzt ist hier offen. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Was? Wer bist du? Das ist das Büro unseres Anführers Chobani. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerstört wurde. Wir sind sicher, dass er ein
eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Oh, dann kämpfen wir noch gegen ihn. Das zeige ich euch jetzt noch. Rocket-Vorstand, schickt Zuber in den Kampf. Zack, und ein Radikal, von dem habe ich auch keine Angst. Und ein Smogon. Und wir erreichen 48. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Räums, tja, das war ein Fail. Jo, und jetzt beende ich den Part mit Kramurks. Das Passwort lautet Preise Giovanni. Ja, ein anderes Kramurks hat uns geholfen, das passt ja. Ich bin euer Ju. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Part hier. Wenn ja, würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin.